Hallo meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie ihr seht, es gibt neue Düfte von Enchanted Scents für August 2016. Ihr habt jetzt ein bisschen länger auf neue Düfte warten müssen. Liegt einfach daran, dass ich beruflich wahnsinnig eingespannt bin im Moment. Und es wird auch nach meinem Urlaub nicht besser. Ich bin jetzt kurz vor dem Urlaub, da ist die Hölle los. Danach wird es genauso sein. Aber irgendwie kriege ich es dann doch immer noch gebacken. So, und bevor jetzt irgendjemand hier in Panik ausbricht und meint, losrennen zu müssen in den Online-Shop, stopp! Ganz ruhig, Gang zurückschalten, einmal tief durchatmen, sich was zu trinken holen und zu schreiben. Denn ihr findet im Online-Shop noch nichts. Es wird erst morgen Abend, also das heißt am Montag, den 15. August 2016 ab 20 Uhr einen Restock im Onlineshop geben. Also lehnt euch zurück, genießt irgendwas zum Knabbern und zu trinken, schaut euch das Video in aller Ruhe an, nehmt euch einen Zettel und einen Stift bei und schreibt euch auf, was euch interessiert, und dann geht ihr genau wie alle anderen morgen Abend um 20 Uhr in den Onlineshop und guckt, ob ihr was ergattern könnt. Dann, wenn der Run losgeht. Also jetzt erstmal in aller Ruhe. Ich mache das dieses Mal so, weil ich fand, dass das letzte Mal ein bisschen unfair, meinen Kunden von YouTube gegenüber. Ihr habt einfach nicht die Chance, wenn ihr nicht bei Facebook seid, schon Tage vorher zu wissen, dass da und da ein Restock ist. Ja? Folgedessen sind natürlich ganz viele aus der Facebook-Gruppe dann losgerannt, haben Online-Shop geplündert, was ich toll fand. Und aber viele von euch haben dann halt leider dumm aus der Wäsche geguckt, als sie das Video gesehen haben, und der Online-Shop war schon so gut wie leer. Um euch auch die Chance zu geben, dass ihr die gleichen Chancen habt wie alle anderen, auch wenn ihr nicht bei Facebook seid, auch aus welchen Gründen auch immer, was ich, wie gesagt, nach wie vor wirklich verstehen kann, weil es ist ja auch nach wie vor nicht, meine Leidenschaft. Wenn ich es umgehen könnte, würde ich es tun, aber manchmal kommt man halt nicht um sowas wie Facebook drumherum. Also, naja, gut. Deshalb gebe ich euch hier die Chance, dass ihr heute in aller Ruhe das Video sehen könnt und auch morgen noch einen ganzen Tag über. Und wenn es dann morgen Abend 20 Uhr ist, dass ihr genauso bereit sein könnt wie alle anderen, dass ihr einfach die gleiche Chance habt. Und wer dann zuerst kommt, der mal zuerst. So, das war das eine. Ich denke, dass ich das in Zukunft immer so machen werde. Wenn euch das so gefällt und ihr so mit zufrieden seid, dann hinterlasst mir bitte einen Kommentar und gebt mir einfach ein kleines Feedback, damit ich da Bescheid weiß. Das nächste, was ich noch erwähnen möchte, ist das Thema Fundgrube. Schaut auf jeden Fall immer mal auch in die Fundgrube rein. Denn in meiner Fundgrube befinden sich nicht nur Einzelteile, die heruntergesetzt sind aus vorangegangenen Kollektionen. Nein, in meiner Fundgrube findet man auch Düfte aus der brandneuen aktuellen Kollektion, die leider einfach nicht ihr Gewicht erreicht haben, was sie erreichen hätten sollen. Ja? Es ist halt so, es ist alles Handarbeit, und manchmal geht das Wachs halt früher zur Neige, obwohl man das vorher ausrechnet, macht und tut. Das liegt dann immer daran, wie schwer teilweise auch die Öle sind da drin, die in dem Duft verarbeitet werden, habe ich schon gemerkt, dass das dann vom Volumen irgendwie was ausmacht beim Gießen. Und ich gebe das zu, manchmal habe ich irgendwie einen Knick in der Optik. Ich denke dann immer, ja, ist gleich, und guck und mach und tu. Und wenn ich dann anschließend alles wiege, weil ich wiege das ab, bei mir geht der Preis nach Gewicht, muss ich dann manchmal doch feststellen, dass da der ein oder andere dabei ist, der einfach nicht die Grammzahl erreicht hat. Aber das ist halt bei Handarbeit so. Es sieht auch nicht immer eins aus wie das andere. Ja, und deshalb schaut in der Fundgrube vorbei. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und vielleicht ist ja genau ein Duft von euch dabei, den ihr unbedingt haben wollt und wo ihr dann einen Schnapper machen könnt, weil ihr ihn einfach günstiger bekommt. Gut,
So, das war's jetzt aber. Jetzt fangen wir endlich mal mit den Düften an, dass das Video nicht wieder zu lang wird, was es wahrscheinlich doch wieder wird. Ihr kennt mich ja. Ihr dürft euch auf insgesamt 21 Düfte freuen. Von diesen 21 Düften, ich spick hier, ich habe mir das aufgeschrieben, die Mono und die Zahlen, ihr wisst ja, gibt es 16 neue Düfte. Von den 21 Düften sind insgesamt 13 Düfte Houseblends. Übrigens, das muss ich auch mal kurz erwähnen, viele wissen das nicht. Ich werde immer wieder gefragt, die Abkürzung HB, wofür steht die dann? Die steht für Houseblend. Also Houseblend bedeutet, das ist eine Duftmischung, die ich selbst kreiert habe. Das heißt, ich habe mehrere Öle genommen und habe daraus einen neuen Duft kreiert, den man so in keinem Online-Shop von Ölherstellern kaufen kann. Das ist also ein Unikat, was wirklich nur die Duftfee, die diesen Duft kreiert hat, selbst hat. Ja? Klar kann man probieren, von der einen Duftfee, wenn man da einen Duft kennt, das nachzubauen. Aber ob man das dann auch wieder so hinkriegt, ist auch die andere Frage, weil man ja nie genau weiß, wie viel Gramm von welchem Duft da drin sind. Deshalb, das macht es so spannend mit den Houseplants. Das ist einzigartig bei uns allen, bei allen Feen, und das ist das Tolle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was die Houseplants angeht, das muss ich gerade mal noch erwähnen, die kommen wirklich am besten an. Sowohl bei euch als auch bei meinen Kunden vor Ort. Und dafür möchte ich mal ein ganz, ganz herzliches Danke sagen. Das freut mich narrisch. Ja, so. Gut, und dann gibt es noch, damit wir da auch mal zum Ende kommen, noch drei bekannte Düfte aus anderen vorangegangenen Kollektionen. Und es gibt zwei Nachgießungen aus der letzten Kollektion. Gut, so, erstmal durchatmen und dann geht's weiter. Ich merke, ich werde gerade ein bisschen hektisch, weil ich irgendwie Angst habe, das gibt schon wieder so ein mega langes Video. Aber egal, gut. So, ich fange wie immer mit den Düften an, die es als Scent Cubes gibt, also in den 6er-Packungen, und als Scent Drops. Wie immer müsst ihr dann im Online-Shop nachschauen, was es von was noch gibt und wie oder was. So, aber jetzt erstmal zu den Düften, die es als Cubes und als Drops gibt. So, da gibt es einmal den ersten Houseblend Pink Painties. Und Pink Painties ist ein Duft für alle Freunde von süßen, zuckrigen, parfümigen Düften. Also das ist ein Duft, der wirklich in die parfümige Richtung geht. Es ist auf jeden Fall Pink Sugar drin, das kann ich sagen, für alle Pink Sugar Freunde. Deshalb auch Pink, wobei nicht immer ausgerechnet unbedingt Pink Sugar drin sein muss, nur weil da Pink steht. Aber in dem Fall ist es jetzt halt so. Und Pink Sugar, das riecht nach Himbeermarmelade, Karamell, gebranntem Zucker. Es ist so ein süßer, kuscheliger, weicher, warmer Duft. Es ist auch noch Musk mit dabei. Und der ist ja gemischt mit einem Duft, der ein bisschen zitrisch ist. Der Orangenblüten mit drin hat, Orangen, Zitronen. Musk, also er ist fruchtig, parfümig, süß und leicht kuschelig. So müsst ihr euch den vorstellen. Also ein ganz, ganz toller, weicher, warmer und edler Duft mit zuckrigen Noten. Also wirklich toll für alle, die parfümige Sachen lieben. So. Der nächste Houseblend ist Curaçao. Und wer sich jetzt fragt, was Curaçao ist, nein, es hat nichts mit Blue Curaçao zu tun. Curaçao ist mal wieder ein Duft passend zu einer Wellnessbehandlung von mir. Und zwar diese Wellnessbehandlung, die spielt sich imaginär im tropischen Regenwald des Amazonas ab. Und ist mit ganz viel exotischen Früchten verbunden. Und es gibt als Einleitung auch einen alkoholfreien Fruchtcocktail zum Trinken.
und wenn wir fertig sind, einen kleinen Obstcocktail noch zum Naschen. Weil das regt halt auch ja die Geschmacksnerven und alles an, während man da massiert. Also es ist eine Behandlung mit ganz, ganz viel Massage, wo aber auch was mit der Haut passiert. Also wirklich toll, die wird wirklich wahnsinnig gerne gebucht, vor allen Dingen im Sommer. Und danach habe ich also passend mal wieder einen Duft entwickelt, den Cura Passau. Und wie ihr seht, der ist schon grün eingefärbt, wie die Palmwedel. Wohl irgendwie hat er eine Farbe von Dschungel, aber es ist okay. Und wie riecht Cura Passau? Also Cura Passau riecht wirklich nach exotischen Früchten wie Mango, Papaya. Ein richtiger großer Schuss Kokosnuss und feuchten Regenwäldern. Also ihr riecht wirklich das Blattgrün von so einer Palme und ja, es ist alles drin. Er ist grün, leicht herb, fruchtig und richtig schön mit Kokos abgerundet. Also für alle, die frische, fruchtige Düfte mögen, ist Cura Passau genau das Richtige. Als nächstes wird es fruchtig, süß und sehr spritzig. Wieder ein Houseplant, nämlich Strawberry Satsuma. Ja, und der Strawberry Satsuma, der ist richtig fruchtig, zuckrig und süß, frisch, hallowach. Also er riecht nach zuckrigen, süßen Erdbeeren. Spritzigen, leicht herben Satsumas, also das geht in die Verwandtschaft von den Mandarinen rein irgendwie, aber irgendwie spritziger und ja, abgerundet ist das Ganze mit reifen Himbeeren und einem Hauch leicht herber Guava, also total lecker. Und wenn ihr daran riecht, der riecht wirklich wie so ein richtig schönes erfrischendes Fruchtsorbet, wie so eine Granita, ja, die ihr abschabt. Und auf den ersten Schnupp, immer wenn ich das aufmache, kommt mir zuerst die Satsuma entgegen. Ich hätte es eigentlich Satsuma Strawberry nennen sollen, aber irgendwie klingt doof so rum irgendwie. Also ich finde Strawberry Satsuma klingt dann besser. Man muss dann auch mal hören, wie es klingt. Und im ersten Moment, wenn ich den aufmache, schießt mir aufgrund von der Satsuma immer irgendwie Tic-Tac-Orange in den Kopf. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe ihn total. Und im Geschäft war er mal wieder der absolute Knaller, kann ich euch sagen. Also da waren sie wieder alle hin und weg von dieser Mischung. Ja, so, dann der letzte Duft, den ich als Cube und Drop gemacht habe, ist Dancing Jelly Bean. Und wer sich jetzt wundert und sagt, klingt doch so ähnlich wie der eine Sensi-Duft, yep, ist auch auf Kundenwunsch hin von einer ganz, ganz lieben Kundin von mir ein Nachbau. Also ich habe probiert, diesen Duft zu interpretieren. Laut ihrer Aussage ist es mir gelungen. Er riecht nicht 100% wie Jumpin' Jelly Bean von Sensi, soll er auch nicht. Aber er ist zuckrig, süß, fruchtig. Es sind Birnen mit drin, knackige Äpfel, säuerliche Äpfel wohlgemerkt, grüne säuerliche Äpfel, also nichts roter Apfel, ganz viel Zuckerwatte und ein Spritzerchen Zitrone. Er ist zuckrig, klebrig, süß, wie Jelly Beans eben sind und trotzdem fruchtig und säuerlich. Also er ist wesentlich fruchtiger und säuerlicher als der von Sensi. Ja? Aufgrund der Zitrone. Also für alle, die den von Sensi lieben, die sollten auf jeden Fall mal meinen Dancing Jelly Bean probieren. Wie gesagt, der ist angelehnt. Das ist meine Interpretation. Hundertprozentig treffen wollte ich ihn auch nicht. Und ich bin zufrieden damit. Meine Kundin auch. Also was will ich mehr? Ist okay. So, das war der letzte, wie gesagt, von Cube und Drop.
Als nächstes kommen die Tafeln und Drops. Da dürft ihr dann also auch wieder im Online-Shop gucken, ne, was von was noch da ist. So, und die erste Tafel, die ich gegossen habe, mal wieder. Allseits bekannter, beliebter Sommerduft und der Wellness- und Spa-Duft überhaupt. Kommt kein besserer dran. Ihr wisst es jetzt vielleicht. Island Spa. Und zwar die Yankee Candle Duplikation. Und ja, Island Spa ist einfach nur Zitrone, Mandarine, Eisenkraut, frisch, fruchtig, herb, so richtig zittrig. Er ist erfrischend und trotzdem irgendwie beruhigend zugleich. Also, ach, einfach nur genial. Ich liebe ihn und ihr liebt ihn auch. Meine Kunden lieben ihn und ich habe ihn super, super gerne in der Behandlung an. Also wirklich wahr. Und da bekommt ihr, also wie gesagt, die Drops. Die halte ich ja jetzt nicht in die Kamera. Und Island Spa natürlich in dieser schönen Tafel. Na, ist ja klar, dass die sein muss. Die ist übrigens auch sehr gut bei euch angekommen. Dieses Modell freut mich. Ja, wie gesagt, Island Spa als Tafel. So, die nächste Tafel. Und ein neuer, doch unbekannter Duft, also ich hatte ihn noch nicht, ist auch wieder was für all diejenigen, die gerne parfümige Düfte möchten, aber auch frische. Die Rede ist von Aloha Vanilla. Und Aloha Vanilla ist, ja, er riecht blumig, wässrig. Also er hat für mich so eine wässrige Note. Abgerundet mit Kokos und Vanille und exotischen Früchten wie Mangos. Also man riecht dieses Fruchtige. Was Aquatisches, Kokos und Vanille. Und für mich, da weckt der echt Teenager-Erinnerung. Das ist Wahnsinn. Also als ich das Öl aufgemacht habe, weiß ich noch, dachte ich noch, kennst du irgendwo her. Kam aber mal wieder nicht drauf. Und so beim Gießen und als ich den dann abfüllte, dachte ich, jetzt weiß ich's. Und zwar hatte meine beste Freundin, wie mir so 14, 15 waren, ist also schon eine ganze Weile her. Ein ganz spezielles Parfum. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich muss mal fragen, aber ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Und das roch exakt so. Das roch haargenau so. Und ich weiß, das hatten auch noch ein paar andere Mädels. Ich glaube, ich hatte mir dann auch mal ein Mini-Fläschchen gekauft. Also es war nichts Teures, ne? Aber hatten dann viele. Und irgendwie, sie hatte das damals mit im Landschulheim. Und für mich riecht es nach meiner Freundin und nach Landschulheim. Also es ist echt Wahnsinn, was Düfte auslösen können. Ich bin echt immer wieder begeistert. Toll. Also wer jetzt wissen möchte, wie meine Freundin Nena roch im Alter von 14, 15 und ich teilweise auch, der muss Aloha Vanilla. Also wirklich, er ist toll. Er ist trotzdem frisch. Richtig frisch. Ein richtig schöner Sommerduft. So, und da bekommt ihr dieses schöne Täfelchen mit Aloha Vanilla. Ich finde, die Farbe ist toll, ne? Wieder schön geworden. Aloha Vanilla. Gut. Das nächste ist was für Schleckermäulchen. Den hatte ich letztes Jahr im Sommer schon und der war echt ein Knaller. Und eigentlich möchte ich jetzt hier gar nicht den Schnuppertester aufmachen, weil ich weiß, ich kriege dann wieder Hunger. Ja, und seit neuestem haben wir hier im Ort auch noch einen Eiskaffee. Das ist jetzt, das glaube ich, ist tödlich. Hoffentlich renne ich dann jetzt nicht nach dem Video los und hole mal ein. Die Rede ist vom Bananensplit und ich liebe ja Bananensplit. Das ist ja, und das riecht wirklich nach Bananensplit. Es riecht nach cremig süßem Vanilleeis.
reifen Bananen, aber ohne künstlich zu sein. Das hat nichts irgendwie von Haribo Schaumbananen. Überhaupt nicht. Wirklich reife Bananen, die ihr aufschneidet. Das cremig süße Vanilleeis. Ihr riecht die Sahne, denn es ist richtig sahnig cremig. Ihr riecht die Waffeln, die drin sind, womit man das Eis verziert. Und ihr riecht die kleine Belegkirsche. Also es ist Wahnsinn, die Firma, die dieses Öl herstellt. Wahnsinn. Also ich liebe es und wer von euch den letztes Jahr schon hatte, wird bestätigen können, wie authentisch der ist. Und ja, also er ist wieder da, greift zu. Er riecht, wie er riechen soll. Ja. Und da bekommt ihr auch diese schöne Tafel hier. Ich finde die ja auch toll, ne? Und halt, wie gesagt, auch die Drops. So, das war's, was es an Tafeln gibt. Kommen wir jetzt zu den Merls. Merls gibt es diesmal viele. Nur alles in verschiedenen Formen. Fange ich mal mit dem ersten an. Und das ist auch schon wieder ein Houseblend. Nämlich, den wollte ich schon ganz lang mischen. Habe aber irgendwie nie die Zeit dazu gefunden. Habe gedacht, okay, dann machst du ihn jetzt. Wenn nicht jetzt, wenn dann, dann. Und zwar American Girl. Na, kriegt's die Kamera? So. Und American Girl riecht wirklich so, wie man sich ein freches, lustiges, amerikanisches Mädel vorstellt. Ich liebe ihn. Er ist sehr amerikanisch. Er riecht fruchtig, zuckersüß und nach Kaugummi. Aber nicht nach so einem Double Bubble, also ne Double Bubble, nicht so nach Hubba Bubba oder Plazooka Kaugummi, nein. Er riecht nach roten Beeren, ganz, 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 ganz viel luftig, fluffiger, weicher Zuckerwatte und nach Winter Fresh Kaugummi von Wrigley. Also, es gibt ja mittlerweile viele Shops im Internet, die Ami-Sachen verkaufen und ich denke, dass es einige von euch gibt, die vielleicht den Winter Fresh Kaugummi sogar kennen und lieben. Es ist ein ganz besonderer Geschmack. Es ist eine Art Pfefferminz-Kaugummi, die aber noch so eine ganz spezielle Note mit drin hat. Und entweder man liebt es oder man hasst es. Das ist wie mit Weintrauben bei den Ami. Künstlich pappig, süß, aber total lecker. Und es gibt auch in Amerika, in Deutschland mittlerweile auch, Lifesavers. Und Lifesavers, das sind Bonbons, die... Die schauen aus wie so ein Rettungsring, da ist in der Mitte ein Loch drin. Und die gibt es in ganz, ganz vielen Geschmacksrichtungen. In Fruchtrichtungen gemischt, in Fruchtrichtungen einzelne Früchte wie Kirsche, Apfel, hast du nicht gesehen, in Butter Rum. Und in diesem Winterfresh Geschmack. Und den gibt es in Amerika ganz, ganz häufig bei der einen, das kommt immer auf die Firma drauf an, ja. Die eine Firma nennt einen Winter Fresh, die andere nennt einen Alpine Fresh, die andere nennt einen Wind Oak Green, die andere nennt es Winter Green. Also es ist im Endeffekt alles das Gleiche, aber es riecht Hammer, riecht genauso wie das Zeug schmeckt und ich liebe das. Also meine Freundin hat mir den immer aus Amiland mitbringen müssen. Tantchen hat den auch immer hergeschickt. Mittlerweile kriege ich ihn Gott sei Dank in Deutschland. Und ich habe sogar vor Jahren mal Wrigley angeschrieben. Aber da waren sie der Meinung, nein, das würde nicht dem deutschen Gaumen entsprechen. Das käme hier nicht auf den Markt. Naja, seltsamerweise bei uns im Ami-Shop ist er immer weg. Jeder, der ihn bei mir mal gekaut hat, fand ihn super. Und danach riecht es also alles, was ein American Girl ausmacht. Fruchtig, zuckrig, süß und nach frischem Wintergreen-Kaugummi. Total lecker. Also es ist eine super tolle Kombi und eine Kundin von mir meinte gestern, den könnte sie sich sogar noch mit einer zusätzlichen Nuance vorstellen. Welche das ist, werde ich jetzt nicht verraten.
Und also er kam super an, muss ich dazu sagen. Und ja, ich denke, ich werde noch eine zweite Version bei Gelegenheit von American Girl gießen, die dann aber einen ganz anderen Namen kriegt mit noch einer zusätzlichen Note und es bleibt trotzdem amerikanisch. So. Und bei American Girl erhaltet ihr einen Stern. Das ist also dreifarbig eingefärbt in Knallpink, Weiß und Mint. Also wirklich girly. Und die Sterne, das kommt jetzt ein bisschen blöd rüber mit der Kamera. Na, vielleicht sieht man es nachher besser als wie ich jetzt hier. Es gibt also drei verschiedene Modelle vom Stern, was oben das Muster angeht. Ich habe jetzt gerade hier irgendeinen gegriffen. Ihr bekommt dann einen dieser drei Sterne. Und wie gesagt, wer es amerikanisch, zuckrig, klebrig, süß, fruchtig und leicht minzig mag, der muss American Girl probieren. Das ist der Knallerduft, Leute. Wie gesagt, im Geschäft kam er schon gut an. So. Und das ist eine Erfahrung, was im Geschäft gut läuft, ist auch meistens bei euch der Knaller. So, das nächste, was ich gemischt habe, ist Apfelkräutershampoo. Und da hatte ich irgendwie so im Kopf Timothée-Shampoo gemischt mit Apfelshampoo von Schauma. Ja, weil ich habe dieses Apfelshampoo von Schauma früher total geliebt. Das roch total lecker nach frischem, grünem, saurem Apfel. Und Timothée war auch toll. Und ja, war irgendwie immer blöd, entweder das eine oder das andere. Und ich habe gedacht, Mensch, du kannst jetzt, es gibt ein Kräutershampoo, es gibt Apfelduft, warum schmeißt du das nicht zusammen? Und es riecht Hammer. Es riecht fruchtig, knackig nach sauren grünen Äpfeln und dieser ganz, ganz typische Timothée-Kräutershampoo. So nach Wildblüten, nach Gräsern, nach Kräuter. Frisch, fruchtig und trotzdem hat er irgendwie so was Beruhigendes. Dieses Shampoo hat irgendwie so was Beruhigendes und Einlullendes. Und bei mir weckt das echt Kindheitserinnerungen. Also ich finde es klasse. Apfelkräutershampoo. So, und da bekommt ihr zwei dieser Würfelchen. Die dürft ihr dann wieder in der Mitte durchschneiden, ne? Wie gehabt. Und dürft euch da viermal am Apfelkräutershampoo erfreuen. Das nächste, was es als Würfelchen gibt, ist mal kein Hausblend. Aber trotzdem gut. Skiwasser. Wer jetzt nicht weiß, was Skiwasser ist. Also Skiwasser ist ein Getränk, was total erfrischend ist. Was sich im Sommer gut trinken lässt. Und zwar ist es eigentlich nichts anderes als wie ganz, ganz viel Himbeersirup oder auch Himbeersaft, je nachdem. Über Eiswürfel mit frischem Zitronensaft, Zitronenscheiben und das Ganze einfach nur aufgegossen mit Mineralwasser oder stillem Wasser, je nachdem, wie man es halt lieber hat. Also nichts anderes eigentlich als wie eine Himbeerlimonade, eine selbstgemachte oder eine Himbeerschorle oder ein Himbeerspritzer, ja, wie auch immer man das nennen mag. Und das riecht hier wirklich so, ihr riecht das säuerliche, spritzige von der Limonade, also von dem Wasser. Es pritzelt schon wieder so in der Nase. Ja, also die Kohlensäure, den Zitronensaft riecht ihr, ihr riecht die Himbeeren und das ist so lecker. Und abgerundet, dass das Ganze einfach ein bisschen runder wird, ist das Ganze mit einem Hauch Lavendel und Musk. Wobei das jetzt nicht so hervorsticht, dass ihr den Lavendel da jetzt riecht. Also wer kein Lavendel mag, kann den trotzdem probieren.
weil der riecht nicht nach Lavendel. Der riecht einfach nur lecker, süffig und alle Himbeerhäschen, so wie ich, ne, die greifen bitte bei Skiwasser zu. Ist ein ganz, ganz toller Duft, der auch super, super intensiv und vor allem langanhaltend ist. Es gibt einfach Düfte, da kannst du machen, was du willst. Und wenn die noch so intensiv sind, das sind flüchtige Düfte, die verdüfteln einfach schneller. Ja, das heißt nicht, dass die weniger intensiv sind, aber die sind einfach nicht so langanhaltend in der Lampe. Und der ist echt super langanhaltend. Skiwasser. Also für alle, die was fruchtig Erfrischendes im Sommer wollen, die Himbeer mögen, Skiwasser. Und da bekommt ihr auch 2 Würfel wieder. Da langt auch wieder die Hälfte und ihr seht hier die Eiswürfel und das Skiwasser drüber. Total lecker, also ich liebe ihn. Ja, bleiben wir doch mal bei sommerlichen, kühlen, erfrischenden Getränken. Okay, die kann man auch im Winter trinken, aber ist wurscht. Aber im Sommer wird es hauptsächlich getrunken. Wir gehen aber jetzt mal in die alkoholische Richtung. So, die Rede ist von etwas, was ich eigentlich gar nicht mag. Meine Freundin umso mehr. Ein Hausblend musste mal wieder her. Die Rede ist von Aperol Spritz. Ich mag es einfach nicht. Ich bin einfach der Freund von Campari Orange. Das ist mir eher was. Also ich kann dem Aperol nichts abgewinnen. Aber der Duft ist klasse. Ja, also auch wer keinen Aperol wie ich mag, der Duft ist wirklich gut. Denn es riecht wirklich danach. Es riecht nach eiskaltem Prosecco. Auch das Spitzlige wieder in der Nase. Und Aperol wird ja aus süßen und herben Orangen gemacht, mit Rhabarber und Kräutern. Und auch hier riecht es wirklich nach süßen und herben Orangen und das Ganze abgerundet mit dem Hauch Rhabarber. Lediglich die Kräuter habe ich draus gelassen. Weil wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Nase in der Aperol reinhalte, ich rieche die auch nicht. Also ich rieche da auch nur orangig, fruchtig, süß und herb. Ja. Und ja, das ist Aperol Spritz. Wirklich total fruchtig, lecker, erfrischend. Er ist toll. Also den Duft liebe ich. Und ansonsten mit dem anderen, na, bleibt mal weg. Na, muss nicht. Aber für alle, die Aperol Spritz lieben, die sollten das ausprobieren. Und ansonsten alle, die fruchtige, spritzige, frische Düfte nach süßen und herben Orangen mögen, die sind hier richtig mit dem Aperol. Und beim Aperol gibt es auch wieder 2 Würfel. Da oben, da stellt die Champagner, das heißt Champagner, ja. Da wäre der Aperol aber teuer. Die Prosecco-Perlen, die Kohlensäure da und er ist 2-farbig eingefärbt. Ja, so. Ja, und wenn es dann schon Aperol Spritz gibt, dann muss es natürlich auch Hugo geben für alle, die Hugo mögen, nämlich meine Wenigkeit. Ich sage immer, mein Opa wäre ganz stolz, wenn er wüsste, dass ein Trendgetränk seinen Namen trägt. Und ich fand es interessant bei meinen Kunden, da war es doch so, dass viele lieber Aperol Spritz trinken als Hugo, warum auch immer. Und seltsamerweise haben alle gesagt, nee, Hugo mag ich nicht. Aber beim Duft war es interessant, da fanden so Hugo alle toll. Also auch wenn die alle kein Hugo mögen, die haben alle Hugo mitgenommen. War klasse, weil der Hugo hier riecht wirklich toll. Der riecht nämlich wirklich nach dem, ich zeige euch das mal hier. Da, der Hugo. Der riecht nämlich nach dem, was in den Hugo wirklich reingehört. Eiskalter Prosecco. Ganz, ganz viel Holunderblütensirup, ein Zweigchen Pfefferminz und Limettenscheiben. Er ist süß, fruchtig, frisch. Ach, das ist genial. Also der ist so genial. Und mein Vorbild war, da kann man jetzt sagen, was man will, aber mein Lieblings-Hugo ist der vom Feinkost-Aldi. Der Grüne, dank meiner Freundin Dani, die mir den irgendwann mal kredenzt hat, finde ich den ganz toll. Aber der wird noch besser, wenn man da zusätzlich noch ein bisschen Hand anlegt und
einen Zweig frische Minze mit reintut und ein paar Limettenscheiben. Danny Maus, ich weiß, dass du das Video jetzt siehst. Mach das mal demnächst. Hol dir mal frische Pfefferminze und Limetten und dann mach das mal. Schmeckt noch besser, glaub's mal. Und genau so riecht der. Ne? Also für alle Freunde von Hugo, hier schlag zu. Für alle Freunde, die Hugo nicht mögen, die aber gern fruchtige, frische Limettendüfte mögen und auch Pfefferminze, da seid ihr richtig. Da, also Hugo ist toll. Und bei Hugo, da gibt es hier auch wieder zwei Würfel. Da sage ich aber gleich, das war also so mit den Blättern eigentlich nicht gedacht. Das sieht zwar jetzt schön ordentlich aus, ich war aber teilweise nicht schnell genug. Das Minzblatt sollte eigentlich schon ins Wachs mit rein. Also bei einigen war ich schnell genug. Da guckt dann nur eine Spitze raus. Es soll erst beim Schmelzen dann den Effekt geben. Da war ich dann leider schon zu lahm und die sind dann oben drauf. Also es gibt auch welche, da seht ihr nur ein Stück vom Minzblatt. Das war aber so gewollt eigentlich, ne? Dass das so aussieht, wie das taucht da drin. Ja, also nur zur Info. Aber ist ja im Endeffekt auch wurscht, wie es ausschaut. Es geht um den Duft. So. Das nächste ist die erste Nachgießung aus der letzten Kollektion. Und Leute, das war ja ein Knaller. Also ehrlich war, ich meine, ich liebe den Duft ja auch. Aber dass der so rennt, dass ihr euch da so die Köpfe drum einschlagt. Wow. Ich meine, bei mir im Geschäft wundert mich das nicht. Ich weiß ja, dass alles Zitrische ein Knaller ist bei mir im Geschäft. Einfach aus dem Grund, weil bei mir halt wirklich Zitrone nach Zitrone, Limette nach Limette, Orange nach Orange riecht. Und nicht nach Klostein, ne? Genau wie bei mir Karamell nach Karamell riecht und nicht nach Maggi. Nur mal so, ne? Das der dann aber online. Also, der war nach 4 Minuten war der weg. Und ich hatte nicht wenig davon. Die Rede ist von Lemon Verbena. So. Und Lemon Verbena riecht wirklich nach sauren, spritzigen, leicht herben Limetten, kombiniert mit Zitronenkraut. Ach ja, mit Eisenkraut, also mit Vervain, mit Verbena, ja. Und wer Islands Bar mag und diese ganz spezielle zitrische Note, die Islands Bar hat, der wird Lemon Verbena genauso mögen. Glaubt mir, das ist diese Eisenkrautnote und die ist toll, die ist zitrisch, leicht herb, grün, erfrischend. Die ist einfach toll, die macht es aus. Also er ist wieder da, greift zu. Diejenigen, die das letzte Mal leer ausgegangen sind, ihr dürft euch freuen, ihr bekommt genau wie beim letzten Mal von Lemon Verbena ein Herz. Ich habe es wieder genauso gemacht. Ja, da ist er. Euer Lemon Verbena. Und auch ich liebe ihn. Also es ist echt ein toller Sommerduft. Gibt's nichts. Ein Bestseller. So, der nächste, den ich nachgegossen habe, ebenfalls aus der letzten Kollektion, war ein Houseplant und allzu viel Öl hatte ich nicht mehr, weshalb dann die Portionen etwas kleinerer ausfielen und es dieses Mal nicht Cubes gibt. Aber er ist da. Die Rede ist von Ariel. Ariel sieht dieses Mal so aus. Ist doch toll, die Kombi, oder? Das Mintfarbene fürs Wasser, das Rote für die rote Haare von der Ariel. Und Ariel riecht aquatisch, frisch nach salziger Seeluft, Meerwasser, kombiniert mit zuckrig süßen roten Früchten. Das ist Ariel. Einfach bezaubernd. Ich liebe sie, ihr liebt sie. Ist ein ganz, ganz toller, fruchtiger, frischer Sommerduft, ohne dass da irgendwas nach Klostein riecht. Ah, ist auch sowas. Bei mir riecht auch nichts nach Klostein. So. Da ist die Ariel.
auch wieder da. So, dann wieder für alle Freunde von Pfefferminz. Wieder ein Houseplant. Es kam das letzte Mal schon so wahnsinnig gut der Fresh Minty Apple an. Und er kühlt ja wirklich gut die Raumluft runter. Und diesmal dachte ich, ja, den könntest du zwar nachgießen, aber nein, du machst einen anderen Pfefferminzduft. Der wird euch genauso gefallen wie Fresh Minty Apple. Und diesmal kommen alle Himbeerhäschen auf ihre Kosten. Denn es gibt dieses Mal Himbeerpfefferminz. Und Himbeerpfefferminz riecht nach reifen, samtigen Erdbeeren direkt vom Strauch und richtig kühler, frischer Minze. Oh, der ist wieder so Pfützchen auf der Zunge. Hat alles drin, was ich mag. Pfefferminz, Himbeer, ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also einfach nur Himbeeren und Pfefferminz. Ja, eine ganz einfach gestrickte, simple Kombi, aber knallerhammermäßig. Wunderbar für heiße Sommertage, falls es denn noch mal heiß wird. Also irgendwie, ich meine, ich beschwere mich dieses Jahr nicht, gell, nicht verkehrt verstehen. Ich liebe ja das Wetter, wenn es nicht so affig heiß wäre und ich dann nicht da vor mich hindampf und schwitze. Aber ich bin eigentlich ganz froh, so wie es ist, dass wir zwar schöne Tage haben mit Sonnenschein und allem, aber dass ich nicht so schwitze und mir die Brühe nicht so läuft. Ja? Und wenn es dann mal heiß ist, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich das dieses Jahr irgendwie viel, viel besser aus als all die Jahre davor. Wahrscheinlich, weil zwischendrin immer mal wieder so eine Abkühlung stattfindet. Weiß es nicht. Oder weil es eher eine trockenheiße Luft ist statt eine feuchtheiße Luft. Ich habe keine Ahnung. Aber falls es nochmal knackig heiß werden soll, ist Himbeerpfefferminz genau das Richtige. Und wenn nicht, dann riecht er trotzdem gut. Ja? So, und bei Himbeerpfefferminz gibt es nochmal ein gezacktes Herzchen in dieser Farbe. Ne? Jo. Himbeerpfefferminz. Gut. Dann kommen mal wieder unsere Bärchen zum Einsatz. Und als nächstes gibt es für alle, die was Frisches und trotzdem Kuscheliges wollen, einen wunderschönen frischen Duft nach frisch gewaschener Wäsche. Beziehungsweise für mich riecht es irgendwie nach frisch gewaschenem Bademantel. Stellt euch so einen ganz flauschig weichen Mikrofaser-Bademantel vor. Ich weiß, die sollen wir nicht mit Weichspüler waschen. Ja, machen wir in dem Fall auch nicht. Stellt euch einfach vor, ihr habt so einen wunderbaren Mikrofaser-Bademantel und ihr gebt einen Wäscheduft dazu. Und der Wäscheduft riecht einfach wie aprilfrisch. Ja? Also wirklich frische Wäsche aus dem Trockner, noch leicht warm, frisch, sanfte Blüten, so liebliche Blüten. Und trotzdem was Warmes, Kuscheliges, Einlullendes. Ich sehe mich da echt im Mikrofaser-Bademantel auf dem Badewannenrand sitzen. Das ist Wahnsinn, wenn ich an dem Duft da schnuppe. Wahnsinnig toll für ins Badezimmer, ins Schlafzimmer. Oh, das ist so ein Schlafzimmerduft für mich. Da riecht es immer wie gerade frisches Bett überzogen. Toll. Und bei Aprilfrisch bekommt ihr einen Kuschelbär. So. Der musste einfach da rein. Ich finde solche kuscheligen Düfte, da bietet sich die Form einfach immer an. So. Aprilfrisch. Und das nächste ist mal wieder ein Houseplant, der auch schon letztes Jahr da war. Und ich weiß gar nicht, ob ich den nicht schon mehrmals zwischendrin hatte, zumindest im Geschäft hatte ich schon, ich bin schon wieder zu schnell, hatte ich ihn schon mehrmals, weil er ist Bestseller. Und an dem Duft ist eine Kundin drin schuld. Ich habe es ihr gestern gerade wieder gesagt, weil sie war gestern eine Frau. Sie sind schuld an dem Duft.
Aber es ist ihr keiner böse drum, dass sie schuld an dem Duft ist, weil alle lieben ihn. Also von daher hat sie ihre Sache gut gemacht. Sie hat dann nur gemeint, ja, sie wollten ja unbedingt dann daran riechen, als ich das erzählt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, und sie haben halt gut nachgebaut. Und dann habe ich gesagt, ja, also daher, alle sind zufrieden, keiner ist böse drum. Die Rede ist von Erdbeerlavendel. Ach, und der ist so, also den sollten wirklich alle probieren, auch wenn sie keinen Lavendel mögen. Ihr wisst ja, ich wiederhole mich da echt in jedem Video, ich mochte keinen Lavendel. Mittlerweile mag ich ihn. Weil Lavendel einfach super ist und sich mit wahnsinnig, wahnsinnig viel Sachen mischen lässt. Das ist einfach Hammer. Und er ist fruchtig, nach reifen Erdbeeren direkt vom Feld gepflückt. Und dieses leicht krautige, beruhigende, lavendelige, fruchtig, frisch und trotzdem dieses beruhigende, einlullende und... Och, wir lieben ihn. Ja, wir lieben ihn. Anders kann ich es nicht sagen. Meine Siedler lieben ihn und auch ich liebe ihn. So. Und natürlich bekommt ihr bei Erdbeerlavendel auch nochmal ein Kuschelbärchen, zweifarbig. In Erdbeer und Lavendel. Ne? Dann das nächste ist eine neue Form. Was heißt neue Form? Die habe ich bestimmt schon anderthalb Jahre da rumstehen. Habe sie aber irgendwie, warum auch immer, noch nie eingesetzt. Naja, egal. So, wir bleiben beim Lavendel. Ne? Weil ihr wisst ja, meine Kunden hier absolut lavendelnarrisch. Und ich wollte was Neues mit Lavendel, auch wenn es Erdbeerlavendel gibt. Ich wollte noch einen weiteren fruchtigen Lavendel. Und ja, da kam ja dann mal so spontan Lavender Salsa in den Sinn. Lavender Salsa ist auch ein fruchtiger Lavendelduft, der aber nicht ganz so frisch ist wie der Erdbeerlavendel. Also das ist ein Lavendelduft, der ist fruchtiger, da steht der Lavendel noch ein Ticken mehr im Hintergrund als beim Erdbeerlavendel, obwohl der Lavendel super gut, na komm, geh mal raus, super gut durchkommt. Er ist, ja, er riecht nach so einem Mango-Pfirsich-Chutney, französische Lavendelblüten aus der Provence, abgerundet mit einem Hauch Hibiskus, roter Pfeffer. Oh, der ist weich, sanft, lavendelig, krautig. Ah, total lecker. Kam auch super an. Ihr beiden Kunden. Naja, es ist Lavendel, ne? Muss ich schon gar nichts mehr dazu sagen, weil ich sage ja immer, bei Lavendel schnappe es all über. So, und bei Lavender Salsa gibt es hier diesen Brownie. Auch gut in 3 bis 4 Teile teilbar. Hab da was dran. Jo. Lavender Salsa. Das nächste setzt mich zurück in meine Kindheit bei Oma. Meine Oma liebte Rhabarber. Die hatte also immer so einen Rhabarber-Buschstrauch. Nennt man das Buschstrauch? Keine Ahnung. Ja, und jedes Jahr, wenn dann der Rhabarber reif war, hat sie den zu Kompott eingekocht. Und dann gab es Vanillensoße dabei. Und der Duft riecht echt so. Da habe ich zwar jetzt keine Hand angelegt, aber wow. Ja. Rhubarb und Custard. Also ihr riecht da wirklich diesen fruchtig sauren, leicht herben Rhabarber, abgerundet mit einer zuckrig süßen, cremigen Vanillesoße. Und der Rhabarber ist zuckrig süß zu Kompott eingekocht. Und ach, es ist so. Es ist ein Kindheitsduft. Das ist wirklich Kindheitserinnerung. Ich sehe meine Oma in ihrem Sessel sitzen und ihr Rhabarberkompott da löffeln. Wirklich wahr. Treibt mir fast schon die Träne in die Augen, wenn ich dran denke.
Ach, es ist. Aber er ist toll, ich liebe ihn trotzdem, weil dann ist irgendwie Öhmchen da. Und er ist für all dies zuckrig, süß, fruchtig, spritzig, leicht herb mögen und trotzdem irgendwie cremig. Und bei Rhubarb und Custard. Also, ja, doch. Sieht, ja, das Licht wieder. Gibt es also auch hier einen schönen Brownie. Das nächste ist dann der letzte Houseplant für heute. Sensual Care. Und zwar Sensual Care riecht nach einer, ja, sommerlichen Bodylotion, die. Da möchte man sich einfach nicht einschmieren. Vielleicht sollte ich wirklich mal das Wachs nehmen und so. Aber ob das gesund ist, ich weiß es nicht. Na egal. Also es riecht nach einer fruchtig, samtig, süßen, sommerlichen Bodylotion. Es sind samtig, süße Früchte da drin, gemischt mit Bodylotion. Ah, oh, der ist toll. Der ist so. Inspiriert hatte mich dazu eine ganz bestimmte Firma, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, weil die Inhaltsstoffe dieser Cremes geht immer gar nicht. Ja, die haben im Moment sowas im Programm. Riechen gut, aber kaufen würde ich sie nicht, weil die Inhaltsstoffe. Nee. Deshalb habe ich mir den Duft danach gebaut, kann den Duft trotzdem genießen, wenn auch nicht an mir, aber in der Lampe. Also für alle, die gerne fruchtige Düfte mögen, die Creme-Düfte mögen, wie Zartgefühl oder Tender Touch, die müssen hier unbedingt zugreifen bei Sensual Care. Fruchtig, samtig, cremig, weich, zart, einlullend, heimelig. Das ist Sensual Care. Das ist lecker. Und bei Sensual Care gibt es auch wieder ein Lilien Brownie. Da ist mir, ah, das seht ihr, da ist mir letztens, da ist mir auch eine Idee dazu gekommen. Da weiß ich noch nicht, ob ich da dafür nicht einmal die Form hernehme. Weil bei uns Sensual Care gibt es ja einen ganz bestimmten Fußballverein und die Siedler sind alle verrückt, wenn es um den Verein geht. Und der hat eine Lilie. Vielleicht sollte ich das wirklich mal irgendeinen Duft in diesen Farben einfärben. Mal gucken. Aber ich wüsste nicht, was für ein Duft ich in den Farben da. Naja. Egal, fühlt sich auch. So, und der letzte Duft für heute, allerdings kein Houseplant, aber endlich der letzte Duft. Könnte er noch sein, er noch dran? Wenn ja, macht mal Kuckuck. Ich hätte gerne mal wieder einen Kuckuck. Immer schön in die Kommentare, Kuckuck. Ist ein ganz fruchtiger, frischer Duft für wirklich heiße Sommertage und für alle Melonenfans. Melone hatten wir dieses Jahr noch nicht und jetzt sind dann mal die Melonen los. Und zwar die Rede ist von Strawberry Melon. Und Strawberry Melon, da steht also die Melone im Vordergrund, muss ich dazu sagen. Melon Strawberry hätte aber wieder schon blöd geklungen. Also Strawberry Melon, er riecht nach knackig, knackig frischer, aus dem Kühlschrank genommener Wassermelone. Und Honigmelone mit so einer richtig schönen, taufrischen Note. Vereint mit frischen Erdbeeren. Und das alles aus dem Kühlschrank, alles schön aufgeschnitten, alles in eine Schale rein. Und da habt ihr den Duft. Einfach nur richtig fruchtig, kühl und erfrischend. Das ist toll. Also wer Melonendüfte mag, wer Erdbeerdüfte mag, der ist hier definitiv richtig bei Strawberry Melon.
So, und bei Strawberry Melon gibt es nochmal die Lilie. So. So, meine Lieben, das war's an Düften. Wir sind durch, war wieder eine Menge. Ich hoffe, ihr habt euch notiert, was ihr gerne haben möchtet und ihr seid dann schnell genug morgen Abend. Ja, wie gesagt, morgen Abend, 15. August, 20 Uhr, bei mir im Online-Shop von Enchanted Sands Restock. Ja, dann kann der Run losgehen, dann braucht ihr das nur noch schnell eingeben und ab in den Warenkorb. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich bin mal gespannt, wie das wieder wird. gut, ja, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch gefallen die Düfte. Ihr seid zufrieden mit dem, was es dann morgen gibt und dass ihr auch damit zufrieden seid, wie ich das jetzt handhabe mit dem Video, dass ich das jetzt schon ein paar Tage oder einen Tag vorher euch auch bekannt gebe, damit ihr auch Bescheid wisst und ihr die gleichen fairen Chancen habt, auch wenn ihr nicht bei Facebook seid, was ich, wie gesagt, total verstehen kann und wo ihr mein vollstes Verständnis für habt, nach wie vor. Ja, das war's jetzt auch. Mehr habe ich jetzt nicht irgendwie, nein. Alles andere habe ich gesagt mit der Fundgrube. Kleiner Tipp, schaut mal auf. Ich habe nichts gesagt. Habt ihr was gehört? Gut. Ja, okay. Also dann in diesem Sinn, meine Lieben, viel Spaß beim Shoppen und beim anschließenden Schnuppern. Und wir sehen uns allerspätestens im nächsten Video zum nächsten Restock wieder. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut und hinterlasst mir bitte einen Kommentar, wenn ihr das mit den Videos so in Ordnung findet, dann weiß ich Bescheid. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut und fröhliches Düfteln.